Angeblich kann man sich mit egal wie vielen Leuten gleichzeitig die Hände schütteln und wir probieren das jetzt aus. Das löst auch die ganzen Probleme, wenn man nicht weiß, wer sich in welche Reihenfolge hat. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Okay, eins, zwei, drei. Oma! Manchmal kommentieren Leute, dass ich nicht lustig bin. Also habe ich jemanden angestellt, der über meine Witze lacht. Wie er sich vor seiner Krawatte festhält, wenn er lacht. Du hast einmal eine weise Entscheidung getroffen. Kann man dir noch bieten? Irgendwie sieht diese Situation auch so aus, als hätten wir irgendwas falsch gemacht in den Vlogs und wir haben einen Rechtsanwalt dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, Lipper Leon. Ja, ich habe ihn organisiert, weil er über meine Witze lacht. Den finde ich toll. Ja, dann finde ich akkurat. Ich will es mal aufschreiben. Nein, nicht den Witz. Also, ja. Wie kriegt er die Stunde oder Minute? Ja, gar nichts, das ist ja das Ding. Wahnsinn. Ja. Da lacht er auf einmal nicht mehr. Weißt du, wo sich Leon und mich schon kennengelernt haben? Nein. Das darf Leon erzählen. In den Pornhub-Kommentaren. Nina ist gerade auf Jobsuche, weil das Geld langsam wirklich knapp wird. Was war früher dein Traumjob? Es gab viele. Zuerst wollte ich Dinosaurier. Werden? Dinosaurierknochen-Auskraberin. Archäologin. Ja, genau. Wir könnten so ein Bewerbungsvideo machen, weil vielleicht kriegst du dann Jobs. Ein seriöses Video, was wir rumschicken können für Firmen, die dich dann buchen. Mein Name ist Nina Marschner und ich bewerbe mich heute. Meine Fähigkeiten sind... Du bist aber weit gekommen jetzt mit dem Video. Statt feiern zu gehen, am Wochenende lese ich lieber ein Buch. Nur feiern, ich freue mich. Zur Weiterbildung. Jetzt können wir auch mal ein paar Gläschen mehr trinken als sonst. Grundsätzlich würde ich mich als ein sehr ruhiger Mensch beschreiben, der still in der Ecke hockt und sich weiterbildet. Der still in der Ecke hockt und sich weiterbildet. Wir haben gerade gemerkt, dass Tobi der größte Fan von Sepp den Bayern ist. Schaut euch diese Clips an, wo er den Vlog schaut. Action. Ich habe erfahren, dass du so ein kleiner Fan bist von einer gewissen Person. Deswegen wollte ich dich heute damit überraschen. Komm rein! Was ist das? Ist das bayerisches Twerken? Du verrückst mich nicht, ne? Nicht so mit Susi! Nein, Susi! Komm mit, das Essen. Das ist keine Weißwurst. Nein, 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 nicht alles, was weiß ist, ist eine Weißwurst. Ich brauche nicht ein Glas Wasser und Baldrian drauf. Ein Glas Wasser oder Baldrian drauf? Ich muss euch was zeigen. Max, knie dich nieder. Oh! Okay. Es ist wirklich krass. Wenn du die Hose runterziehst, bin ich raus. Er kann bei Geburtstagen auftreten. Imagine, du hörst so das Geräusch und ganz, ganz unschuldig knien er sich dann langsam nieder. Da musstest du einen TikTok machen, irgendwo, wo alles leise ist, in der Bibliothek oder so. Oh mein Gott, ja, und du musst das runterfallen. Und dann sagst du so als Bayer, ich hab mir in die Hose geschissen. Bitte mach mal. Boah, so alles leise. Cut. Ja, nein, doch, nein, doch, nein. Jetzt habe ich mir Action. Jetzt wird die Britzen. Wie heißt du? Mike. Nein. Bruder, ich. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Kommentieren und weil mich ständig die Leute fragen, warum sich diese Zahl hier nicht verändert. Das ist tatsächlich wirklich immer das gleiche JPEG, weil die Wahrheit noch viel schlimmer ausschaut. Weißt du schon, dass Valentinstag bald ist? Das ist ein kommerzieller Tag, ich will das nicht unterschneiden. Ihr könnt ja Arbeit teilen. Michelle kocht und Leon isst. Wie er sich auf dich drauflegt.